Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Basketblog. Ich hoffe, euch jetzt allen gut, sehr gut ins neue Jahr gestartet, denn wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. 3 Siege in Folge nach 3 Niederlagen in Folge. Das heißt, ihr merkt schon, Basketball, Profisport ist immer ein ewiges Auf und Ab. Ich nehme euch mit rein, ein Spiel gegen Düsseldorf. Let's go. Yeah. With the flow, you ain't messing with my vision, messing with the money, you ain't messing with decisions, yeah, you messing with the team, then you messing with the squad, messing one of us, you be messing with them all, yeah. Herzlich willkommen in der Sporthalle Gießen Ost. Hier ging wie immer die Post ab und zwar waren richtig viele Fans da. Über 2000 hat richtig Bock gemacht, war gute Stimmung. Auch wenn die Düsseldorfer ein paar Tröten mit hatten, was ein bisschen nervig ist und die allen Spielern auf den Keks geht. Aber naja, wir sind eigentlich relativ gut ins Spiel gestartet, haben von vorne bis hinten das Game eigentlich relativ dominiert. Also wir waren immer so mit 13 bis 15 Punkten, manchmal aber auch nur so 8 Punkte vorne, aber haben es von vorne bis hinten endlich mal durchgespielt und einfach mal einen souveränen Sieg nach Hause gebracht. Ich selber war nicht so gut, habe 0 aus 3 aus dem Feld geworfen, habe alle meine 6 Punkte an der Freiwurflinie gemacht, 6 aus 8 dort gehabt. Hatte ein paar gute Verteidigungssequenzen, muss ich wirklich sagen. Bei der einen hier, wo ich richtig aufs Maul fliege, habe ich ein unsportliches Foul dabei bekommen. Da habe ich auch kurzes Leben an mir vorbeiziehen sehen, weil mein Hinterkopf auf dem Boden aufgeschnallt ist. Aber naja, die nächsten beiden Freiwürfe waren drin. So geht's auch manchmal. Wichtig ist, dass wir den Sieg geholt haben und jetzt den 3. Sieg in Folge gemacht haben. Und was noch sehr, sehr viel vielversprechender ist, wir haben in den nächsten 3 Spielen nochmal, in den nächsten 4 Spielen nochmal 3 Heimspiele. Das heißt, wir können jetzt richtig ein Polster aufbauen für die Playoffs. Das ist unser Ziel, bis Ende Januar richtig Attacke machen. Yes, und nach dem Spiel in Düsseldorf nicht lange schnacken, sofort weitermachen. Ich habe mich gut gefühlt, deshalb bin ich morgens ins Krafttraining gegangen, aber vorher habe ich noch ein paar Dinge ready gemacht. Vorbereiten. So, und ich habe jetzt auch einen Booster geschickt bekommen. Den teste ich jetzt mal aus. Mal gucken, was der kann. Geiles Training, heute Sonntag, ein Tag nach dem Spiel. Let's go, fuck it. Gutes Oberkörpertraining reinbekommen, haben wir lange nicht mehr gemacht. Muss man wieder sagen. Ich glaube, da baller ich mir gleich ein Stückchen. Ein bisschen Kreatin noch mit. Einfach mal machen. Für den Pump. Hier habe ich gerade noch richtig geiles Curry gekocht. Das steht schon im Kühlschrank. Oh, geil mit Tofu. Oh, vegan. Lecker. Ui. Ey, und Scheiß. Das sind die geilen Tage. Wenn du wirklich was geschafft bekommst, ich habe ungefähr auch 17.000 Sachen auf Social Media gepostet für Thankful. Checkt ihr übrigens meine Podcasts aus. Super geil. Mit der Bundeswehr haben wir jetzt einen neuen Podcast und mit Tim Breker, Dr. Tim Breker, der Vital gegründet hat. Mehrwegverpackung per App. Super geil. Checkt das mal aus. Unten in der ersten Link in der Beschreibung. Peace. Jetzt mache ich nochmal einen Shake. So, jetzt. Kreatina, Optimum Performance, kurzes Shoutout, danke fürs Intro, Patrick, vielleicht kommt da noch mal mehr. Die haben mir das beste Kreatin, was es auf dem Markt gibt, gegeben. Rein. Und jetzt hier der Booster. Dann nehme ich mal lieber den Scoop als Anhaltspunkt, bevor ich mir hier zu viel reinballer. So nämlich. Abfahrt! Oh, fuck. Oh. Fiege. Ich glaube, den bin ich wieder auf der Fahrt. Wenn ich mir jetzt so reinknalle, dann fange ich sofort an zu zittern. So, jetzt noch den Multipower. Natürlich dieses vegane Proteinpulver. Ja, schön ordentlich. Ordentlich. Ordentlich was. Zack, Abfahrt. Nochmal Shoutout an Puma, ey. Neue Kicks, die auch geschickt bekommen. Ehrenmänner. Ehrenhaft. Oh. Und
besonders kranken Shoutout hierfür. Ey, das ist von der Kooperation von Puma und Ami. Ami, whatever. Kostet nochmal 280 Euro. Lässig. Einfach cool. Oh, bam. Drunter natürlich mein Thankful-Shirt. Gibt's auch noch im Shop. Thankful, ihr wisst Bescheid. Fair Fashion, meine Brand. Nachhaltige Klamotten aus Portugal hergestellt. Findet ihr auch unten irgendwo in der Bio. Unterstützt es mal. Fashion, wie man es machen sollte. Oh, Schlüssel mit. Yes. Let's go. Schreibt mal in die Kommentare, ob der Schnurrbart dranbleiben soll oder nicht. Ich finde ihn ganz feurig, bin ich ehrlich. Ich habe mich langsam daran gewöhnt. Mm. Let's go. Bon Jovi. Erst Squats in Kombination mit den Hip Thrusts gemacht, habt ihr gesehen. Jetzt machen wir RDLs, also sozusagen ein Kreuzheben in Kombination mit den Dingen auf dem Ding. Dann noch Bankdrücken, Klimmzüge und Schultern und dann kommt Ganzkörperplan durch. Die wichtigste Übung. Ein Supersatz in der Bankdrücken. Ich kann das gar nicht, Digga. Bizeps bin ich so schwach. 80. 3 mal 8. Geht runter. Wenn man nicht viel macht, geht die Kraft wieder runter. Wir haben da trotzdem dick. Was sagst du zum Postgame Espressi? Tough. Richtig tough. Genau dein Gusto, ne? Ja, jetzt golfen gehen, top. Jetzt golfen. Zigarre noch. Ein paar Töpen. Geil. Jetzt erstmal einen Kurs. Jetzt ab in die Sauna. Wir machen Sauna. Uns nackig. Und nackt. Luca, Braunic, Figic, die Sauna-Crew. Die Sauna-Crew, Digga. Ja. Essen wir noch, oder was? Oder was jetzt dein Ding ist? Ja, ich hole jetzt mein Essen. Wo denn? Du dann auch, bei mir zu Hause. Es gibt doch bei dir Essen. Oder reicht es für uns alle? Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Also ich bin einer der dümmsten Menschen der Welt. Hallo, kann man dieses Parkgeräusch ausgehen? So, hier, ich habe die ganze Zeit mein Fenster aufgelassen. Dann hat eine ältere Dame mich darauf aufmerksam gemacht, dass alle meine Fenster offen waren. Und ich weiß einfach nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber naja. So, wir fahren jetzt zu Luca, zocken noch eine Runde irgendein Spiel. Entweder Risiko oder Wizard. Okay, let's go. Kommt jetzt durch die Nase wieder raus gleich. Oh, geil. Ein Zaubertrick. Guten, ne? Danke. Danke, Mann. Yes, Sir. Gestern Abend noch ein bisschen mit den Jungs abgehangen, eine Runde gezockt. Ich habe mal wieder FIFA gespielt und ja, kann es immer noch, muss ich ja sagen, kann es immer noch. Braun hat mich aber besiegt, da muss ich sagen, hat gut gespielt. Naja, ihr könnt euch auch was freuen, und zwar den 200. Vlog, der wird ein bisschen special, ein bisschen Recap von meinen letzten Jahren. Nächstes Mal werdet ihr auf jeden Fall nochmal ein Tape-Tutorial sehen und dann ja, sehen wir uns erst in 3 Wochen wieder mit einem richtigen Vlog. Peace out, macht's gut, euer Luis. Glocke anmachen, nicht vergessen, euren Freunden erzählen. Und wenn ihr nochmal irgendwelche Content-Ideen habt oder irgendwas, was euch unter den Nägeln brennt, dann let me know in the comments. Peace. Ich bin einer der dümmsten Menschen der Welt.